So, wir haben jetzt einen Shuttlebus gefunden. Das ist unser Shuttlebus hier. Bitte schön. And now we are here trying to find the stadium where they play the fan match, but it's pretty hard. But finally we found some taxis. And I think that Steve have got a German jersey on. I think he's ready to try to score some goals for Germany. I think they're far behind Denmark. Ja, ich muss jetzt gucken, dass wir die Deutschen wieder in Führung bringen. Ich bin schon heiß. Heiß wie Frittenfett. Und wem bist du jetzt? Andi Bremen natürlich. Steve, hast du etwas zu sagen aus diesem Match? Ja, ich hatte ganze zwei Minuten Zeit im Spiel. Es hat leider nicht mehr ganz gereicht, aber immerhin wurde noch ein Tor geschossen, als ich eingewechselt war. Aber ja. Akt 2, ist das Resultat aus Sonntag? Nee. Also streich die 8 Tore von den anderen weg, dann haben wir das Resultat von Sonntag. Schön. So, Dänemark hat diese Challenge gewonnen? Dänemark hat, ach du großer Gott. Fehlt das? Ja. Aber ich würde sagen, das ist unentschieden, weil die deutschen Fans waren zwar weniger, aber haben mindestens genauso viel Krach gemacht. Oder? Was? Das würde ich schon sagen. Ja. Sag einfach ja. Ja. Richtig schön Mädchen. Ja, neben Spielern der beiden Fanlager ist hier natürlich auch eine riesige Fancrowd vertreten gewesen. Hallo? Wie ist dein Name? Ich bin Yvonne. Yvonne aus? Aus Wettringen. Genau, wir haben uns hier ein paar Anstrengungen auf uns genommen, um hierher zu kommen und das hat sich fast gelohnt. Das hat sich fast gelohnt, ja. War am Ende eine sehr enge Begegnung mit einem ganz knappen Ergebnis. Okay. Wie ist denn dein Tipp für morgen? Oh, mein Tipp für morgen. Ich habe eine Hoffnung und einen Tipp. Meine Hoffnung ist natürlich 2-2, damit wir morgen mit dem dänischen Camp und mit den ganzen dänischen Fans hier, die uns alle wohlgesonnen sind und wir denen natürlich auch, damit wir zusammen feiern können. Aber mein realistischer Tipp ist 3-0. Und jetzt sitze ich hier genau zwischen zwei Dänen. Wo kommt ihr her? Aus Esbjerg, Western Dänemark. Du auch? Dasselbe hier, ja. Ah, okay. Und wie lange seid ihr schon im Camp Dänemark? Das heißt Dienstag. Seit Dienstag? Ja, ja. Und was hofft ihr denn so für das morgige Spiel? Was morgen passiert? Wir hoffen weiterkommen. So, eine Niederlage kann wir nicht brauchen. Okay. Wir müssen ein Unentschieden, vielleicht ein Sieg. Aber ich hoffe auf 1-1 und dann ein bisschen Hilfe für die von der holländischen Team. Und dann feiern wir zusammen, oder? Ja, das wäre natürlich. So, am Ende haben die Deutschen zwar hier verloren, aber dennoch, wie immer, sind wir vereint, auch in der Niederlage oder im Sieg. Wir sind immer vereint. Also, Tobias, ein paar letzte Worte von dir. Du isst schon wieder Chips. Du isst schon wieder Chips. Du isst immer nur Chips. Also, was kann man sagen? Jetzt kennen wir das Resultat für das nächste Match. Wir machen jetzt die, wie viele Challenge ist das? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier unsere Team. Wie steht's jetzt?
Oh mein Gott. Das war also jetzt die letzte Challenge. Ja. Und worum ging es bei dieser Challenge? Team Spirit. Dänemark hat sehr, sehr gut Team Spirit. Und das stimmt sogar in der Tat, das haben wir gesehen beim Spiel gegen Portugal. Ja, schade. Es ist erstmal 4:0 für die Dänen. Das waren also die Challenges hier in dieser Woche in Lviv. Die letzten Tage haben wir uns also gründlich darauf vorbereitet, Tobias als auch ich. Und jetzt geht eine ereignisreiche Woche der Vorbereitung zu Ende. Und jetzt geht es eigentlich nur noch darum, sich vor dem Spiel ein bisschen aufzuwärmen. Das machen wir mit einer kleinen Party hier in dieser Chill-Out-Area. Da wird jetzt ein bisschen vorgeglüht vor dem Spiel. Die deutschen Fans werden jetzt auch gleich noch ankommen und dann werden wir zusammen mit den deutschen Fans hier feiern. Und dann hoffen wir mal auf ein gutes Spiel morgen und dass vielleicht beide Mannschaften weiterkommen. Wie das Ganze ausgeht, werdet ihr dann selbst sehen. Also, bis zur nächsten Videoblog-Episode. Oh, so the battle, battle of the camps.